Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich habe mir heute einen schönen eckigen Block rausgesucht. Das ist ein Hannemühle-Papier, 400 Gramm, das heißt Carnot Aquarell, matt naturweiß, nicht rein weiß, und es ist richtig schön quadratisch. Und das habe ich mir aus einem Grund rausgesucht. Ich möchte heute eine Kombination aus einem Zentangle und Aquarellfarben, Watercolor machen. Und ich möchte mal gucken, wem das nichts sagt. Zentangle, das ist eine geschützte, eingetragene Bezeichnung. Deshalb ist mein Werk, was ich heute mache, angelehnt an Zentangle. Es ist nicht original. Ein Original Zentangle besteht aus einem Kästchen in dieser Form, 9,8 x 9,8 cm mit abgerundeten Ecken. Darauf wird gemalt. Zentangle schlüsselt sich raus aus dem Wort Zen für meditativ und Tangle für Gewirr, ungefähr übersetzt. Und in dieser Malerei kommen im Grunde 5 Komponenten vor, mit denen man malt. Striche, S-Formen, C-Formen, Kreise, Punkte. Aus diesen 5 Komponenten werden Muster erstellt. Ja, wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat und sagt sich, hä, was sagt die? Der kann gern einfach mal bei Pinterest, bei Instagram, bei YouTube googeln, Zentangle, und kommt auf solche Sachen. Und dann hat man schon eher die Idee, was gemeint ist. Wunderschöne Muster, wem nichts einfällt, der kann sich da einfach auch erstmal schlau machen und durcharbeiten. Und ja, ich möchte gerne eine Kombination machen von dem Ganzen. Ich habe mir hier 4 Punkte schon mal abgemessen. Mehr wird nicht gemessen. Kommt nicht auf die Idee und fangt jetzt an, mit dem Lineal das Ganze gerade zu machen. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist es, einfach frei Hand versuchen, dieses Quadrat, was jetzt gleich hier entsteht, zu füllen mit Mustern. Und das mache ich mal. Ihr könnt versuchen, den Strich so gerade wie möglich zu halten. Ich bin ja nur angelehnt an Zentangle. Ich mache das eher jetzt tatsächlich mal einfach ein bisschen leicht geschwungen. Ziehe mir hier meine Linien, meine Ecken. Und nun bleibt es euch frei, diese Fläche, dieses Quadrat im Grunde, zu füllen. Ihr könntet anlegen, ich habe jetzt etwas im Kopf, was ich machen möchte, aber ihr könntet anlegen, einfach nur Linien kreuz und quer ziehen, dann entstehen Felder und dann könnt ihr diese Felder mit Mustern versehen. Ich habe aber für heute eine andere Idee für mich. Ich möchte hier drin ein Zentangle gestalten, angelehnt. Die sind normalerweise einfach schwarz-weiß mit ein bisschen Bleistiftschatten. Aber heutzutage ist natürlich Kreativität ist frei. Ihr könnt das auch nachher bunt gestalten, wie ihr wollt. Ich möchte dieses erstmal schwarz-weiß gestalten und außenrum werde ich dann noch mit ein bisschen Aquarellfarben arbeiten und vielleicht von außen her auch noch ein paar Doodle-Sachen reinfügen. So, dann lege ich jetzt einfach mal los. Ja, und hier passiert mir jetzt gerade der erste Fehler. Eigentlich hätte das anders sein müssen, und zwar die breite Fläche auf der linken Seite angesetzt. Aber es ist alles okay, dann mache ich einfach so weiter. Jetzt komme ich nämlich gerade hier in die Petroleum und denke so, hä, eigentlich sollte das Muster anders sein. Aber es ist natürlich vollkommen egal, wenn diese Flächen nicht so entstehen, wie ihr das gemacht habt, ist es jetzt trotzdem okay für mich. Na, und normalerweise, wenn ich dieses Muster anders fortgelaufen hätte, wäre in der Mitte so eine Art 3D-Quadrat entstanden. Nachher ja, ist jetzt für mich nicht dramatisch. Ne? Und jetzt fange ich an und fülle diese Felder mit den unterschiedlichsten Mustern aus. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nutzt gerne das Internet. Sucht euch da Vorlagen raus, die euch gefallen. Eigentlich sollte man es natürlich nicht machen, weil es ist eine Entspannungsmalerei.
Ne, wenn man zwischendurch im Internet googelt, ist vielleicht das Entspannte wieder weg. Und dann kommt man auf tausend andere Dinge. Sondern einfach, eigentlich soll man einfach fließen lassen, was einen so in Kopf und in die Finger fährt und Muster kreieren. Und ja, manchmal sind die einfachsten Dinge, so wie hier, ne, mit diesen Kreisen außenrum ein bisschen dunkel, ist das schon ganz einfach. Man könnte diese Kreise jetzt fortsetzen, indem man innen drin noch Ringe reinfügt und, und. Jedes Muster, was man anfängt, lässt sich irgendwie noch wieder verändern. Auch hier in diesem Muster könnte man jetzt die Striche, diese Balken schwarz malen. Man könnte die Dreiecke schwarz malen und. Also eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Tobt euch einfach ein bisschen aus. Im Übrigen könnt ihr je nach Größe natürlich unterschiedliche Stiftstärken benutzen. Ich habe hier einmal Fineliner in der Größe 02, 04, 08. Das sind also einmal 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm. Die Pigma Mignon, die sind auch wasserfest. Das ist total wichtig manchmal, dass man auch die Sachen nicht verschmiert. Und wenn da jetzt noch Aquarellfarbe drauf kommt, ne? Dann habe ich auch meinen neuen Winsor Newton Stift mit 0,5 Stärke. Also je nachdem auch wie groß diese Felder und die Muster sind, die ihr malt, könnt ihr unterschiedliche Stiftbreiten gebrauchen. Und da wäre es natürlich schön, wenn ihr zumindest mal vielleicht einen dünnen und einen mittleren zur Auswahl hättet.
Ja, hier nutze ich jetzt meinen ganz weichen Bleistift, den ich habe, um einfach ein paar Schatten zu setzen, um so ein bisschen mehr Dimensionalität reinzubringen. Und mein Papierverwischer, das ist so ein ganz festes Papierstiftchen und damit kann man so einen Bleistift wunderbar verwischen. Und ihr seht dann jetzt schon, wie eine ganz andere Tiefe entsteht in diesem Bild, nur indem man so ein bisschen Schatten setzt. Bei manchen Mustern passt das ganz gut. Ihr werdet das auch sehen, wenn ihr im Internet euch schlau macht und googelt, da sind ganz oft Muster, die erst wirklich wirken, wenn man diese Schatten setzt. Ja, und dann habe ich hier angefangen, setze mir einfach nochmal einen zweiten Rahmen drumherum, um diesem ganzen Stück gleich ein bisschen Raum zu geben, damit die Farbe nicht direkt drankommt. Und male jetzt einfach mit verschiedenen Farben nochmal. Ich mache die Fläche erst nass, damit es gleich richtig schön verläuft, und setze dann einfach so ein paar Regenbogenfarben, hatte ich mir überlegt, einfach dran und lasse die ein bisschen ineinander laufen. So, mein gutes Stück ist fertig getrocknet und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, hier außen noch Dinge ranzududeln. Das würde mir zu viel werden, zu unruhig. Ich möchte ganz gerne, dass das schon so im Mittelpunkt steht. Und auch ich werde dieses hier nicht weiter farbig gestalten. Das bleibt aber natürlich euch überlassen, ob ihr hier jetzt die Farben, zum Beispiel die außen vorkommen, nochmal in dieses gute Stück mit einfügt, ob ihr da die nochmal wiederholen lasst. Und von daher, ich lasse es jetzt so, alles gut. Es war schön, eine schöne, ich merke das total, wenn ich sowas mache, wie stark ich runterkomme, wie ich entspanne dabei, wie ich ruhig werde. Und ich habe das auch bei anderen Menschen schon beobachtet, dass es denen genauso geht. Jemand, der innere Unruhe hat, sitzt am Ende ganz entspannt dabei und malt diese Dinge aus. Und für andere ist es wieder überhaupt nichts, ne? Ja, probiert es aus, schaut, was es mit euch macht, wie es euch dabei geht. Und wie gesagt, wenn ihr etwas veröffentlicht und es ist nicht original, dürft ihr nicht schreiben, das ist ein Zentangle, sondern ihr müsst schreibt inspiriert oder angelegt an Zentangle. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreativsein. Vielleicht mache ich das nächste Mal nochmal sowas in der Art. Das hat mir heute richtig gut getan. Und ansonsten, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, gebt mir gerne Rückmeldungen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Melanie.